So, es ist wieder Handballzeit hier in der Sporthalle an der Reiferbahn, genannt die Hölle. Und wir haben heute ein wichtiges Spiel. Grün-Weiß Schwerin spielt heute auf aktuell Tabellenplatz 11 gegen ProSport Berlin. 24 ist Tabellenletzter auf Platz 14 mit 0 zu 14 Punkten. Es hört sich leicht an, wird aber ein schwieriges Spiel, weil heute erwartet natürlich jeder einen Sieg der Grün-Weiß-Damen, weil diese Tabellensituation eigentlich alles klar sagt. Aber die letzten Begegnungen auch von ProSport Berlin haben gezeigt, dass sie sich auch auswärts gegen tabellenstärkere Teams sehr gut verkaufen. Und darum denken wir alle, dass sie heute mit einem weiteren Heimsieg das Punktekonto der Damen bei Grün-Weiß aufgefüllt wird. Die letzten Ergebnisse, weil heute der 8. Spieltag ist, möchte ich hier nochmal ganz kurz von gestern bekannt geben. Berlin gegen TSV Aufschlag 31-30. Der Brettstädter TSV gegen Spandau 25-26. Kopp-Tittenhusen gegen MTV 1860 Alt-Landsberg. Da gewinnt der Tabellenführer 28-27 auswärts. Und Schwartau gegen TSV Ellerbeek 27-21. Wir haben heute dann auch noch neben dem heutigen Spiel von Grün-Weiß die Havel Huck, MTV Herzhorn und Neubrandenburg gegen Bad Schwartau. Und die letzten beiden Auswärtsspiele, einmal beim Tabellenersten, sind natürlich daneben gegangen. Und in Neubrandenburg hat man nur knapp verloren, hätte bei etwas mehr Konzentration sogar die Chance gehabt, dort zu gewinnen. Aber es bleibt dabei, also muss Grün-Weiß seine Heimspiele hier zu Hause gewinnen. In der Halle an der Reiferbahn, genannt die Hölle. Wir sind kurz vor Spielbeginn und melden uns nachher nach dem Spiel. Bis gleich. So, meine Lieben, es ist wieder Handballzeit. Und wir wollen unsere Liste vorstellen. Vom ProSport Berlin 24. Und da haben wir im Tor heute Nummer 1 Sabine von Ommerberg. Die Nummer 12 Isabel Linke. Die Spielerin Jana Bogstam. Dann haben wir Carolina Heyer. Dann haben wir Lisa. So, bevor es
unseres Schiedsrichter Gespanns. Und da haben wir Martin Kramp aus Stralsund und Stefan Gans aus Wollast. Und die, unser Schieds- und Kampfgericht aus Martin, Andreas, Wallas und Marco Walter aus Martin. Aus der 1:1.